Hallo Leute, wir sind beim bedingungslosen Nachmittag in Schweiches Blues-Kneipe und unser Thema lautet heute Syrien. Wir wollen darüber sprechen, warum die Leute aus Syrien hierher flüchten. Wir möchten gern erfahren, was ist dort los, wie sind im Nahen Osten die Machtverhältnisse, wie sieht der Krieg aus, wird er in nächster Zeit enden, wer hat sich da eingemischt und so weiter und so fort. Und da haben wir interessante Gäste, und zwar kommt Rim Faha, das ist eine Deutsch-Syrerin, die wird uns über Syrien erzählen. Und dann kommt Derya von, hilf mir mal bitte, Klaus. Flüchtlingshilfe. Flüchtlingshilfe Berlin, die wird uns erzählen, was hier in Berlin los ist, wird uns etwas über das Chaos in Berlin vor dem Lageso erzählen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Fragen stellen. Wenn ihr das hier seht, dann könnt ihr keine Fragen mehr stellen, weil dann sind wir schon, haben wir die Sendung schon im Kasten. Speiches Rock und Blues-Kneipe berichten ja normalerweise über das bedingungslose Grundeinkommen. Heute, ich versuche mal ganz nahe Tuchfühlung aufzunehmen mit Juliane Wehr. Wir sind hier das normale Team, Klaus von Kike mal Film hinter der Kamera. Wir werden diese Sendung also auch wieder auf YouTube ab morgen oder übermorgen zu sehen haben. Und Klaus Schnabel-Peplin von rockradio.de. hinter der Technik. Wir haben einen Chat, ihr könnt uns Fragen stellen und insbesondere könnt ihr den Gästen unserer heutigen Sendung Fragen stellen, wenn ihr wollt. Wir haben nämlich eine große Anzahl an Gästen und Juliane, du hast die alle eingeladen, jetzt bist du verantwortlich dafür auch zu sagen, wer die alle sind. Genau, und ich sehe gerade, hier kommt sozusagen, ja, unser letzter Gast oder Gästin sitzt jetzt. Hallo, super, dass du da bist. Und ich fange jetzt hier mal, aber du hast einen Moment Zeit, Luft zu holen. Ich fange mal hier neben mir mit der Vorstellungsrunde an. Wer bist du? Erzähl mal kurz. Ausführlich kommen wir in der zweiten Sprechrunde, Talkrunde drauf. Nur einfach mal kurz, wie heißt du und woher kommst du und was machst du? Hallo, also ich bin Derya, ich komme aus Berlin. Und ich habe vor circa 5,5 Monaten den Verein Stop War Worldwide e.V. gegründet und freue mich jetzt hier zu sein und ein bisschen was darüber zu erzählen. Danke. Ich gebe das Mikro mal weiter. Hallo, ich bin Marlene, ich komme auch aus Berlin, ich wohne in Prenzlberg und ich versuche zu tun, was ich kann. Ich unterstütze Derya und noch ein paar andere Leute und ja, gucken wir mal, was heute dabei rauskommt. Also stellt viele Fragen, wir werden antworten. Ich freue mich. Ich gebe weiter. Hallo, mein Name ist Anne Rahm. Ich komme auch aus Berlin. Ich bin Vorstandsmitglied bei dem Verein, den meine Freundin Derya gegründet hat. Und ja, wir kennen uns schon seit Jahren und durch Zufall kam dann raus, dass wir beide dieselben Interessen haben. Und so kam es dann, dass wir dann zusammen im Verein tätig sind. Auch privat. Gib mal weiter. Ja, danke. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Rim Faha. Ich komme auch aus Berlin, gebürtige Syrerin und arbeite mit Flüchtlingen. Gut, und ich, okay, cool. Dann haben wir die Runde. Also Leute, wir haben euch noch gar nicht gesagt, worum es heute bei uns geht, falls ihr das in der Einladung im Netz nicht gelesen habt. Wir wollen heute einmal sprechen über das sogenannte Flüchtlingschaos in Berlin, besonders vorm Lageso, wo die Damen tätig sind.
Und da möchten wir gerne wissen, was ist in Syrien los? Und deshalb haben wir Rim Faha eingeladen, die freundlicherweise gekommen ist. Und da wollen wir wissen, wie sieht das aus im Kriegsgebiet? Was ist da los? Wer gegen wen? Wir blicken ja alle nicht mehr durch. Wie können wir uns das vorstellen? Weshalb kommen die Leute hierher? Jetzt ist die Frage, steigen wir ein, Klaus, oder wollen wir erstmal eine Musik machen? Wie ihr wollt. Dann mach doch erstmal eine kurze Musik. Okay. Danke. Strom und Wasser waren das. Strom und Wasser featuring the Refugees mit dem Titel Herr Minister. Diese CD kam jetzt vor einigen Jahren raus und der Protagonist dieser Band hat tatsächlich schon damals Flüchtlingsheime aufgesucht und sich jede Menge Musiker gesucht, die aus diesen Flüchtlingsheimen heraus mit ihm diese CD aufgenommen haben. Mit anderen Worten, das passt ganz hervorragend zu unserem heutigen Thema. Und wir wollen uns zunächst einmal darüber informieren lassen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass aus Syrien so viele Menschen fliehen. Juliane. Genau, wir haben dafür, wenn ihr euch jetzt erst eingeschaltet habt, wir haben Rim Faha eingeladen. Sie ist Syrierin und sie wird uns erzählen, was ist in Syrien los und wie kam es dazu, dass da im Moment Krieg herrscht. Klär uns mal bitte auf, Rim. Ja, also im arabischen Raum hat es ja begonnen in Tunesien und dann in Ägypten. Und das syrische Volk war solidarisch mit den beiden Ländern, was in der arabischen Welt, dass die Menschen auf die Straße sind. Und Mitte März, am 15. März 2011, gingen die ersten Demonstrationen in Damaskus. Es waren so ungefähr 100 Frauen, die vom Innenministerium standen. Und die Forderung war nach der Freilassung ihrer Männer bzw. ihrer Brüder. Es waren ja politische Häftlinge. Darauf wurden sie geschlagen und verhaftet. Und drei Tage später begannen dann im Süden von Syrien, an der Grenze zu Jordanien, in Daraa. Die Kinder haben die gleichen Parolen geschrieben an die Wände. Das Volk möchte das Regime stürzen. Darauf wurden die Kinder verhaftet, misshandelt. Ein Kind kam durch Misshandlung ums Leben. Es ist eine lange Geschichte. Die Eltern wollten mit dem Gouverneur, also mit dem Bürgermeister sprechen, was ist dort passiert. Darauf wurden sie, die Eltern, auch beleidigt und wenn euch nicht gefällt, wir können auch noch mehr tun. Dann begann die Demonstrationen und die wurden von dem syrischen Regime mit Waffen begegnet, gleich vom ersten Tag. Ich höre manchmal in den Medien, dass es vom Anfang an eine militärische Auseinandersetzung gegeben hat. Nein, das stimmt nicht. Ungefähr sechs Monate gingen, es waren die meisten waren die Jugendlichen, die auf die Straße gegangen sind, die keine Perspektive hatten, Armut. Die Reichen wurden immer reicher in Syrien und die Armen wurden immer ärmer. Und es gab nur eine Gruppe, also das Baas-Regime herrscht seit über 50 Jahren in Syrien. In Syrien könnte man alles fragen, außer wenn man politisch dieses Regime kritisiert. Und die Menschen wurden richtig mit eiserner Hand geschlagen, also Flugzeuge wurden eingesetzt, Panzer wurden eingesetzt. Und wer das verfolgen kann, kann das ja sehen durch YouTube, durch Aufnahmen. Friedliche Demonstrationen wurden zerschlagen. So hat das in Syrien begonnen. Und das war alles so zur Zeit dessen, was wir hier den arabischen Frühling nennen, also 2011, 2012? Oder? Ja, das war jetzt, genau 15. März 2011 in Syrien. Ich nenne das ist eine Revolution in Syrien gewesen, die zwar nicht gesteuert gewesen ist oder nicht geplant. Und das, was jetzt in Syrien passiert ist, also jetzt dieser heutige Zustand, es gab, sage ich, eine Kontrarevolution, erstmal von dem Regime und dann von den, sagen wir, von den Nachbarländern, von den großen Mächten. Syrien ist ein strategisches Land und ja, ich
Wer hat denn da mitgemischt, dass sie da vielleicht, dass man sich das so ein bisschen vorstellt? Also wer hat sich da, hat sich da eingemischt? Also das, ich gebe den Schuld diesem Regime, dieses Militärregime, weil von Anfang an hat er die Waffen gegen zivile Bevölkerung, gegen friedliche Demonstranten, anstatt die Grenze zu Syrien zu schützen, also unsere Grenze, die Armee sollte eigentlich Syrien und die Bevölkerung schützen. Darauf wurde die Armee eingesetzt gegen das Volk. Wer sich jetzt alles einmischt, das sind die Nachbarländer. Das sind nicht nur die Nachbarländer, also regional und international. Die regionalen Länder, das ist die Türkei, Iran, Hezbollah ist eingestiegen in den Kampf 2012, als das Regime so geschwächt war. Das sind die Milizen, die iranischen Milizen, also Iran ist beteiligt an den kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien und Hezbollah 2012. Und natürlich, was wir in den Medien hören, dass die Türkei auch ihre Grenzen für Extremisten, also die Augen zugemacht oder erleichtert. Aber ich möchte sagen, bis 2012 waren keine Extremisten in Syrien. Wie wahrscheinlich viele wisst aus den Nachrichten, aus den Medien, dass seit einem Jahr die Alliierten das ISIS-Gebiet greifen. Seit einem Monat und ein paar Tage ist Russland auch greift jetzt in Syrien. Also wir Syrer sagen, dass Autoverkehr oder das Verkehrswesen ist oben in der Luft viel mehr, was in Syrien auf dem Land ist. Ich gehöre zu den demokratischen Kräften in Syrien, zur syrischen demokratischen Forum. Es gibt sehr viele Syrer, die nie eine Waffe getragen haben und wurden nie eine Waffe tragen. Deren Forderung war, wir möchten Reformen in Syrien haben, wir möchten, dass Verteilung gleiche Rechte auch für die Bevölkerung, die wurde wirklich, also ich war 2007, 2011 zwischen Weihnachten und Neujahr in Syrien, das war meine letzte Reise und ich hatte ja damals schon beobachtet, dass irgendwas nicht stimmt in Syrien, weil der Sicherheitsdienst war überall auf die Straßen, also sie hatten schon Angst, dass der arabische Frühling auch nach Syrien übergeht. Nun gab es aber zu Anfang dieses Konfliktes ganz viele Menschen, die innerhalb Syriens von einer Stadt zur anderen gezogen sind, innerhalb des Landes quasi geflohen sind. Das heißt doch, dass die Bombardierung und die Unterdrückung der Waffeneinsatz von der syrischen Armee sich auch auf bestimmte Gebiete beschränkt hat, aus denen die Menschen dann geflohen sind. Und an anderen Gebieten war es da zu diesem Zeitpunkt noch ruhig. Wer ist denn da wann, wohin geflohen erstmal? Ja, also ich sage, es hat ja begonnen im Süden von Syrien. Darauf sind die Demonstrationen auch in Damaskus und in Vororten von Damaskus und auch in andere Städte, wo sie gesagt haben, wir sind solidarisch mit euch. Die syrische Armee hat angegriffen, wo die meisten Demonstrationen waren. Also das ist Süden, das ist außerhalb, also 100 Kilometer von Damaskus. In den kurdischen Gebieten hat sie noch nicht angegriffen am Anfang an. Und das ging ja Schritt für Schritt weiter in allen Städten, in das ganze Land. Und dann waren die ersten Länder außerhalb von Syrien, wo dann Menschen angekommen sind, das waren dann Jordanien und Libanon. Wann sind denn da wie viele Menschen angekommen? Die Flucht ist ja, hat ja begonnen, die Flüchtlinge sind ja von den Kriegsgebieten in anderen Teilen Syrien auch geflohen. Und ich denke, das ging ja 2012. 2013 schon Richtung Libanon, Richtung Jordanien, Richtung Türkei,
zur Flüchten Richtung Nordirak, also Irak, Nordirak. Wir haben ja, es gibt ja sehr große Flüchtlingsheime, sowohl im Nordirak als im Libanon als auch in der Türkei. Wie kommt es, dass plötzlich die Leute nach Deutschland geflogen sind? Die Situation ist in Syrien sehr katastrophal, auch Lebensmittel, es gibt keinen in vielen Orten, also erstmal sind die Häuser zerstört, es ist über 60-70% von Syrien ist schon zerstört. Wir haben im Ausland 4, das ist Statistik von gestern, also das sind syrische NGOs bzw. Organisationen, die diese Statistik gestern herausgegeben haben. Wir haben 4,5 Millionen, die im Ausland sind, also Flüchtlinge Libanon, Türkei, Irak und andere Länder auch, die nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben Binnenflüchtlinge 9 Millionen, die in Syrien noch sind. Hatte das einen Grund, dass plötzlich die Flucht nach Deutschland begonnen hat? Weil, also so als wenn man hier lebt und sich in den Medien informiert, dann kann man nicht ganz nachvollziehen, warum es plötzlich losging. Das wird nirgendwo erklärt, man bekommt das nicht gesagt, warum plötzlich die Leute nach Deutschland kamen. Also die Situation in den Flüchtlingslagern in den Nachbarländern ist sehr katastrophal. Die Lebensmittelrationen wurden auch von der UNO nicht so, ich glaube, die wurden sogar gekürzt. Es gibt keine Arbeitsmöglichkeit für die Flüchtlinge. Die Länder, zum Beispiel Libanon, ist ein sehr kleines Land. Das hören auch die Syrer, wie die Situation dort ist. Die Grenze zu Jordanien, Syrien, die ist geschlossen. Die ist zu. Da kann man auch nach Jordanien nicht mehr. Das ist schon eine ganze Weile über anderthalb Jahren, zwei Jahren ist die Grenze zu Jordanien zu. Und ja, die Menschen, die versuchen ihr Leben zu retten und somit fliehen sie auch nach Europa. Sie fliehen nicht nur nach Deutschland. Es gibt ja mehrere Wege. Sie fliehen auch nach Russland und von Russland nach Norwegen, Richtung Finnland etc. Das ist ja, weiß ich nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Also versuchen ihr Leben zu retten, versuchen auch ja, ihre Kinder mitzunehmen. Und ich arbeite ja mit Flüchtlingen. Ich frage ja auch die Flüchtlinge, warum seid ihr geflogen? Von wem seid ihr geflogen? Aus welchem Gebiet? Seid ihr von den Gebieten, wo das Regime herrscht, geflogen? Seid ihr von den Gebieten, wo ISIS ist? Also die meisten Prozente, die fliegen aus dem Regime, weil das Regime tagtäglich bis heute die Bombardierung aus der Luft mit Bären, die also mit so eine Bären, wo gesagt Fassbomben. Fassbomben, ja, jetzt komme ich nicht auf den Namen dieser Fassbomben. Und die meisten, die betroffen sind, das sind Zivilisten. Und du hattest kurz die UNO erwähnt und die UNHCR, die Flüchtlingslager, die sich in den Ländern unmittelbar um Syrien herum befinden, denen wurden die Rationen gekürzt. Das kann ja die UNO nicht so frei entscheiden, sondern die kriegt ja ihr Geld von den UNO-Mitgliedsländern. Mhm. Und eine Entscheidung, diese Rationen zu kürzen, also speziell diese Flüchtlingslager nicht mehr so auszustatten finanziell wie bisher, haben sowohl die Europäische Union als auch die US-amerikanische Regierung gleichzeitig getroffen. Es macht den Eindruck, als ob das auch ein wesentlicher Grund gewesen ist, warum es jetzt dann in einem Augenblick so viele Menschen geworden sind. Mag sein, und die UNHCR sagt, wir haben ja nicht so viele Finanzierungen, also wir können nicht mehr. Und jetzt seit ungefähr einer Woche sagen sie doch, wir erhöhen die Unterstützung. Ich habe mehrere Reportagen auch hier im Fernsehen gesehen, wo selber die Leute, die in Al-Zaatari in Jordanien sind, die Flüchtlinge sagen, was sie bekommen tagtäglich. Viele Syrer sind nicht erfreut, einerseits, dass Syrien praktisch leer ist. Also in Syrien gibt praktisch keine
in Damaskus, ich habe ja Verbindung zu Damaskus, viele sagen, also die Stadt, da siehst du ganz wenig junge Männer auf der Straße. Die gibt es sie nicht mehr. Weil die Männer, die fliehen auch, weil sie auch Angst haben, dass sie zur Armee gerufen werden. Es sind ja, gibt ja viele Soldaten, die vier Jahre schon kämpfen, wenn sie noch leben, sagen wir so. Und viele syrische junge Männer, die studiert haben, die haben aufgehört mit ihrem Studium. Und die haben gesagt, wir machen uns den Weg nach Europa. Da können wir wenigstens unser Studium weiter beenden. Ja, also das ist dann so der Grund, das ist eigentlich, man sagt ja immer, die kommen alle so plötzlich, das wird ja so im Volksmund so gehandelt, aber im Grunde wäre es vorauszusehen, man hätte Vorkehrungen treffen können, aber da sprechen wir gleich in den nächsten Redeblocks noch drüber. Ich würde sagen, um das ein bisschen sacken zu lassen, macht Klaus uns erstmal freundlicherweise eine Musik. Marius Müller-Westernhagen, Freiheit, ein Titel, den wir jetzt alle schon kennen, aber der dann in gewissen Situationen plötzlich wieder neue Bedeutung erlangt. Wir sind beim Thema Geflüchtete aus Syrien und haben jetzt gehört, was so die Fluchtursachen sind. Und das können wir jetzt nochmal in der Situation, die es bei uns jetzt hier in Berlin, in den Notunterkünften, in den Aufnahmeheimen, in allen vielen Einrichtungen, die jetzt neu dazugekommen sind, entstehen, nochmal vertiefen, Juliane. Genau. Wir haben Gäste, die sich vor dem Lageso um die Geflüchteten kümmern. Also man sagt jetzt, die kommen aus diesen katastrophalen Verhältnissen und kommen sozusagen vom Regen in die Traufe. Oder was ist da los? Erzählt uns doch mal, was vor dem Lageso genau los ist. Und bitte. Also vor dem Lageso versammeln sich die Neuankömmlinge. Sie werden teils in Bussen direkt vom Bahnhof dorthin gebracht, um sich zu registrieren. Die Erstregistration findet statt. Es herrschen insofern katastrophale Zustände, weil der Senat sich leicht rauszieht aus dieser ganzen Miserie. Man kann sich das nicht wirklich vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Die Neuankömmlinge kommen an, manchmal mit Flipflops, Kinder total verdreckt, selbst vielleicht monatelang nicht geduscht. Nicht geschlafen, am Ende ihrer Kräfte. Darf ich fragen, wie kommen die Leute hierher? Die kommen ja nicht zu Fuß aus Syrien. Wie kommen die hierher? Teilweise schon. Also es gibt auch tatsächlich einige Familien, die laufen. Der Weg ist dann ein bisschen länger, aber somit erspart man sich auch mehrere Torturen in den Zügen. Sie werden festgenommen in den Zügen, von der Bundespolizei rausgeholt, eben mit Kindern zusammen. Also ich habe wirklich einzelne Geschichten, die kann man hier jetzt gar nicht so umfassend erzählen, aber es sind, wie gesagt, katastrophale Zustände. Sie erleben sehr viel Leid auf dem Weg hierher. Es gibt ja die erste, wir kennen ja jetzt aus den Tagesschaubildern, aus den Nachrichtensendungen immer die sogenannte Balkanroute. Und da ist ja der erste schwierigste Teil auch erstmal das Mittelmeer, also da, wo man übersetzt von der Türkei nach Griechenland. Und da werden wahrscheinlich auch erstmal ganz viele ganz schreckliche Geschichten zu hören sein. Wie kommt ein Mensch, der quasi eigentlich aus dem Wasser gezogen wurde oder wie auch immer, wie kommt der denn dann eigentlich erstmal in Griechenland an und wie kommt er von dort weiter? Wenn er überhaupt ankommt. Also ich betreue mehrere Familien und ich höre, sehe Bilder, Videos auf den Handys. Ein ganz kurzer Fall, eine Familie ist im Schlauchboot angekommen. Es heißt von dem Schlepper, dass 20 Leute auf diesem Schlauchboot rüberfahren werden. Es sind dann letztendlich aber 100 und nicht 20, die schreien oder laut sind oder auffällig sind. 40 wurden runtergeschmissen, abgezählt, inklusive Kinder. Wurden einfach mit ins Mittelmeer geschmissen, weil sie irgendwie der Norm nicht entsprochen haben oder halt nicht gehört haben. Dem Schlepper entgegengetreten sind oder irgendwie halt eben Kinder, die schreien, sind auffällig, also müssen sie weg. Das ist nur eine von unzähligen Geschichten. Ne? Die Boote sinken, also
ein Schlauchboot, das kann man sich halt so, das ist einfach ein Plastikschlauchboot gewesen und es ist nicht kein Einzelfall. Jetzt sind wir erstmal entsetzt und stumm im Moment. Was ich greife jetzt im Grunde ein bisschen voraus, aber was mich schon seit Monaten interessiert, man weiß, dass dort Krieg ist, man weiß, wie die Verhältnisse sind. Die Leute bekommen einen Aufenthaltsstatus hier. Warum holt man die Leute nicht auf legalem Wege zu uns, wenn sie sowieso einen Aufenthaltsstatus kriegen? Das ist die Frage, die mich seit Monaten umtreibt. Habt ihr da eine Erklärung für? Mein ziemlich unrealistischster, größter Wunsch wäre, sie direkt einzufliegen. Die Mittel dazu hätten wir. Es ist nur organisatorisch auch regelbar. Wenn viele große Vereinigungen oder viele große Fluggesellschaften, der Senat, alle zusammenarbeiten würden und auch wirklich daran Interesse hätten, sie hier sicher ankommen zu lassen. Das ist aber nicht gewollt. Das ist nicht gewollt, okay. Genau. Also das ist ja der Verdacht, den man da hat, wenn man sowas hört. Olaf? Wenn Sie Menschen jetzt in Griechenland angekommen sind, wie geht es dann für Sie weiter, wenn einige Leute tatsächlich, weil ab da ist es ja, zumindest wenn man bis zum griechischen Festland gekommen ist, ist es ja tatsächlich per Land erreichbar. Also ihr habt gesagt, dass es viele gibt, die wirklich laufen, die buchstäblich laufen. Also es gibt sicherlich in etlichen deutschen Familien die Familiengeschichten von 1945, wie der Großvater aus der Wehrmacht die Uniform abgelegt hat und noch komplett aus der Frontlinie gelaufen ist, zu Fuß von Königsberg nach München oder sowas. Das heißt, man hat das schon mal erlebt, dass es Menschen schaffen, über viele, viele tausend Kilometer zu Fuß wieder irgendwo anzukommen. Jetzt ist zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder eine so große Zahl, eine Millionenanzahl von Menschen zu Fuß auf der Flucht. Was für Geschichten erzählen die euch, wenn sie dann bei euch ankommen? Ich glaube, Anram und Marlene können dazu noch ganz speziell was sagen. Ich habe auch sehr viel, aber die beiden haben jetzt speziell betreuende Fälle. Ich glaube, dazu können wir euch was sagen. Also, bei mir zu Hause sind einige Flüchtlinge. Teilweise waren sie nur kurz da, weil sie überhaupt keine Bleibe hatten und es war sehr kalt. Und da haben wir die dann einfach mitgenommen. Und zum Teil sind sie auch schon über Monate bei mir. Und einer davon hat mir erzählt, dass das Boot gekentert sei. Er hat daraufhin alles verloren. Er hatte gar nichts mehr. Und irgendwie ist er dann wieder hochgekommen und hat es geschafft. Und dann ist er einfach gelaufen. Achso, dann nehme ich mal das. Ja, das klingt besser. Dann ist er einfach gelaufen und zwar gar nicht schwer, weil da war ein Strom von Menschen, der auch lief. Er hat sich dem angeschlossen. Er hat gesagt, er hat mehrere Paar Schuhe. Er hatte einfach etwas dabei, einen Rucksack, das hatte er noch, aber Dokumente und Handy und so, das hat er nicht mehr gehabt. Auf jeden Fall 2 oder 3 Paar Schuhe sind draufgegangen und er hat gesagt, er war in Ungarn, da hat man ihn dann rausgezogen. Irgendwie haben sie es geschafft, per Anhalter mitgenommen zu werden. Da wurden sie rausgezogen und er war in Gefangenschaft, wurde gar nicht gut behandelt. Sowas wie U-Haft nehme ich an oder so. Und nach 2, 3 Tagen hat man ihn dann wieder gehen lassen. Aber man hat ihm kaum Essen gegeben und die waren nicht sehr freundlich und ist dann einfach weitergelaufen. Und andere, die sind mit einem Bus, die hatten ein bisschen Geld dabei, die sind dann einfach mit so einem Bus, da stehen dann Fahrzeuge, die haben darin, glaube ich, eine Möglichkeit gesehen, etwas zu verdienen und die bringen die Leute von Land zu Land. Das ist das, was ich erzählen kann. Also, und dann gebe ich mal weiter. Ja, also ich hatte eine Familie bei mir, also was heißt Familie, 2 Personen, Vater und Tochter. Und der Vater ist 70, glaube ich, ein bisschen was über 70. Und der ist den Weg zu Fuß gekommen mit seiner Tochter. Und man hat richtig gesehen an den Füßen, als sie dann bei mir zu Hause waren, die Schuhe waren natürlich total kaputt gelaufen oder die haben halt richtig so Schlieren an den Füßen gehabt, Risse an den Füßen gehabt.
Der Grund, warum er gekommen ist, ist, dass er schon in seiner eigenen Wohnung, da sind die Kugeln durch die Wände durchgekommen und er wurde zweimal angeschossen, also einmal ins Bein, einmal in die Hand und eine Kugel hat ihn im Rücken getroffen gehabt. Und er hat jetzt die Hoffnung gehabt, wenn er dann herkommt nach Deutschland, weil man weiß, dass sie einen Aufenthaltsstatus kriegen, dass er seine Frau herholen kann. Natürlich. Also er will raus aus diesem ganzen. Und jetzt ist er mit seiner Tochter hier und ich betreue ihn noch. Und wenn irgendwas ist, dann ist man halt da. Ich nochmal von Rim erfahren, wie wird das in Syrien, oder weißt du das, wie in Syrien über die Möglichkeiten in Deutschland sicher zu sein gesprochen wird? Also wird gesagt, okay, man hat einen sicheren Aufenthalt, man ist sicher, wenn man in Deutschland gelandet ist, oder kommen diese Geschichten zum Beispiel, wie es vor dem Lageso abgeht oder dass Unterkünfte brennen, kommt das bis nach Syrien oder ist das dann sozusagen das kleinere Übel, selbst wenn es da ankommt? Also es kommt alles nach Syrien an, weil die Jugendgeneration, sie ist sehr aktiv. Sie berichten tagtäglich auf Facebook, ich lese die auch, wie die Routen sind, wie aus dem Meer, wie kommt ihr nach Griechenland. Sogar, ich habe vorgestern gelesen, wenn ihr auf diesem Boot seid, wie solltet ihr euch verhalten? Die Berichterstattung, denke ich, die kommt bis Syrien. Auch wenn jetzt gesprochen wird, also es gibt keinen Familiennachzug mehr oder ihr bekommt jetzt einen Aufenthaltstitel, die erstmal für ein Jahr ist, also vorgestern ging diese ganze Nachrichten bis nach Syrien. Aber ich habe was auf dem Herzen, was ich so gerne sagen möchte. Bitte. Die Flüchtlinge kommen, sagen wir, seit dem Sommer jetzt in diese großen Ordnung, aber es herrscht ja Krieg seit fünf Jahren wird Syrien bombardiert, seit fünf Jahren werden Kinder, wir sehen ja die Bilder, die Bomben fallen auf den Bazar, sie fallen auf die Häuser, wir haben inzwischen, also offiziell wird gesagt, 500.000 Tote. Wir gehen von einer höheren Zahl. Wir haben ungefähr 280 politische Gefangene. Wir haben nach der Statistik von gestern, dass alle 4 Stunden am Tag 4 Gefangene durch Folter umkommen. Und die ganze Welt hat zugeschaut. Ich sage, die haben alle zugeschaut, was in Syrien passiert ist. Und jetzt auf einmal, das ist, also für uns Syrier, ich sage, wir, es ist unfassbar, was da läuft. Und jetzt auf einmal spricht man nur von den Flüchtlingen. Man sollte ja von den Flüchtlingen, aber die Ursachen, die liegen schon, zumindest als die Chemiewaffe auch benutzt wurden, als es im August über 1500 Menschen, die gar nicht aufgewacht sind, als vor Damaskus die Chemie benutzt wird und keiner will zugeben, wer Syrien, ich möchte das jetzt hier nicht sagen, wir wissen, wer das geworfen hat. Ob die UNO oder die Weltgemeinschaft untersucht hat oder nicht untersucht, wir wissen, wer die Chemiewaffen hatte und von wem hat das syrische Regime die Waffen bekommen. Das wird Einarbeitung in Zukunft für Syrien, wer diese Chemiewaffen. Ich meine, die Hilfe für die Syrier, das ist sehr schön, dass hier viele Menschen auch aus Deutschland auch diese willkommen, dass sie hilfsbereit sind, dass die Menschen auch schauen, wie viele Menschen ertrinken im Mittelmeer. Also für mich jetzt persönlich, ich werde nie im Mittelmeer meine Hand reintun. Ich würde das nie machen. Das Mittelmeer ist ein Friedhof für uns geworden. Und ich wünsche mir, dass man auch mal spricht, was ist dort in Syrien eigentlich los? Ich habe so viele Familien, hier wurden ja erzählt von Familien,
wie sie geschafft haben. Ja, sie laufen über 8 Länder zu Fuß. Aber ich habe auch eine Familie getroffen, die bei einem Massaker in Syrien 2012 war. Eine Frau mit ihrem Mann und 2 Kindern. Sie sagte, ich weiß nicht, wie ich diese Massaker wurde von dem Regime verursacht. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Massaker rausgekommen bin. Sie sagt, meine Tochter, älteste Tochter, die andere war zu klein, wenn die Bomben fielen, das kleine Mädchen ist gleich, hat die Waschmaschine aufgemacht und ist in den Trommel reingegangen. Eine andere Familie habe ich beobachtet, das ist Mädchen bei mir am Heim, ganz ruhig kommt und setzt sich vor mein Zimmer und vor den Sozialarbeiter. Wir haben versucht, ihr Puppen zu geben, was zu malen. Tagtäglich kam sie zu uns, bis ich dann die Eltern gefragt habe, sie sollen mir erzählen, wie sie nach Deutschland gekommen sind. Ja, sie sind durch das Mittelmeer. Sie mussten auch 4 Stunden in diesen Schlauchringe kämpfen, dass sie nicht ertrinken. Sie wurden im Endeffekt, konnten sie sich retten. Und seitdem, sagen die Eltern, merken wir an unseren Kindern, die sind traumatisiert. Und das sind etliche Syrer, die traumatisiert. Nicht nur Syrer, auch andere Flüchtlinge, die aus anderen Kriegsgebieten kommen. Und ich arbeite ja in einer Notunterkunft. Und ich habe auch in einem Wohnheim gearbeitet vor der Notunterkunft. Und es ist ein großer Unterschied zwischen Notunterkunft und Wohnheim. Notunterkunft ist gerade, die Menschen sind gerade angekommen in Deutschland. Die sind ganz ruhig erstmal. Ganz ruhig, sie wissen gar nicht, also glauben selber nicht, sind wir jetzt, wo keine Bomben im Kopf. Ist das so, dass wir, wenn jetzt eine Rakete oder irgendwann, wenn jetzt Fußball gespielt wird und jemand knallt, zucken die Kinder schon. Zu Silvester haben die Kinder auch richtig Angst bekommen. Also dann schauen die immer auf den Himmel. Die kommen an, da haben schon hier die jungen Frauen erzählt. Ich habe auch so erlebt, die gerade angekommen sind. Die haben nur das, was sie auf dem Leibe haben und versuchen sich durchzusetzen bei diesen Gesetzen. Es gibt ja sehr viele Syrer und andere Flüchtlinge, die seit 1,5 Monaten nicht registriert sind. Was bedeutet nicht registriert? Das bedeutet, die Personen haben keine Krankenversicherung, die Personen haben kein BVG-Ticket. Diese Personen haben kein Geld und das ist eine Woche, 4 Tage, ist okay, aber 1 Monat, 1,5 Monate, da entsteht Unruhe. Ich hoffe, weil jetzt mehrere Abteilungen geöffnet wurden hier im Land, dass es etwas zügiger geht. Und viele sagen, hätten wir gewusst, dass es so ist, wären wir gar nicht gekommen. Also es gab auch, ja. Also über die Situation der Flüchtlingsheime und der Notunterkünfte direkt hier in Berlin würden wir dann im nächsten Block sprechen. Dann lassen wir auch das wieder etwas sacken und gehen mal wieder zu einer Musik. Und noch ein Titel von Strom und Wasser featuring The Refugees. Diesmal Das ist Deutschland. Und das ist eigentlich auch gleich das Stichwort für die nächste Runde. Wie ist Deutschland? Wie geht Deutschland jetzt mit den Flüchtlingen um, mit den Geflüchteten? Wir haben schon was über den Zustand in den Flüchtlingsheimen gehört, aber was ist jetzt die Strategie, die Leute zu behandeln? Also wir hatten das jetzt im Zwischengespräch schon angefangen, aber da können wir jetzt auch ein bisschen ausführlicher darüber reden. Warum beispielsweise sind Geflüchtete aus Syrien mit einem sofortigen Aufenthaltsstatus quasi hier willkommen und Geflüchtete aus Afghanistan nicht? Was machen wir mit allen anderen Menschen und wie behandeln unsere Beamten, unsere Behörden, unsere Bundesregierung, wie behandeln die Menschen? Ich würde sagen, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits unterstützt Deutschland die Flüchtlinge extrem, sobald sie ihren Status haben oder auf dem Weg ihren Status zu kriegen bei den syrischen Flüchtlingen.
Andererseits ist der Weg, bis sie registriert werden und der Weg, bis es dann alles passiert, ist eine Katastrophe. Ja? Man kommt sich nicht vor, wie dass man... Man wird nicht wie ein Mensch behandelt. Es ist eher wie ein Tier oder wie so eine Massentierhaltung, die man dort vorfindet. Es ist so... Schlimmer. Es ist, ja. Schlimmer, stimmt. In Deutschland werden Tiere noch besser behandelt. Ja, wir haben den Tierschutz, wir haben ganz, ganz viele Tierschützer. Wir haben noch zu wenig Menschenschützer, würde ich sagen. Ja, also die Zustände sind vom LAG so eine Katastrophe. Man macht Termine vor Gericht, man wird einfach wieder, wenn man da hinkommt, man wartet stundenlang, dass man dann drankommt, wird einfach nach stundenlang warten, wieder gesagt, geh nach Hause, neuen Termin. Und es geht so über Wochen. Darf ich fragen dazwischen, meint ihr, das ist gewollt oder meint ihr tatsächlich, dass es nicht geschafft wird? Was denkt ihr? Ich denke, es ist beides. Also ich denke, es ist viel... Ich denke, es ist viel Papierkram auf jeden Fall. Es sind zu wenig Leute, die arbeiten, zu viele Papiere, die erledigt werden müssen. Die Bürokratie ist einfach enorm. Und ich hatte schon mal gesagt und auch das versucht anzuregen, es gibt doch in Deutschland so viele Leute, die nur auf den Job warten. Stellt die ein für 4 Stunden, 5 Stunden, lasst die euch die Papiere ordnen lassen oder was, dass es einfach zügiger vorangeht. LAGESO stellt niemanden ein. Also, es ist also gewollt doch, oder? Sie stellen schon, also es gibt schon wirklich sehr viele neue Stellen. Es ist aber immer noch ein großer Mangel da. Es ist immer noch zu wenig. Also ich möchte niemanden in Schutz nehmen, aber auch niemanden hochgradig kritisieren, außer den Senat. Ja? Also das LAGESO ist einfach mal mega überfordert mit allem, was gerade so ankommt. Natürlich wussten wir das nicht von heute auf morgen. Wir wussten schon vorher, dass ein Ansturm kommt. Und man hätte sich darauf vorbereiten können. Aber das auf eine einzige Person zu schieben und dann zu sagen, das LAGESO hat Schuld oder die Security hat die Masse nicht im Griff, das ist ganz leicht, das so hinzustellen. Es stimmt so nicht ganz. Ja, man hätte es nur besser organisieren können. Also man hätte sich einfach mal hinsetzen können, eine Stunde und darüber nachdenken können, wie man es in den Sommerferien zum Beispiel, wo man Notunterkünfte bräuchte. Die Schulen waren zu. Also man hätte eigentlich die Turnhallen nutzen können. Man hätte, wenn man sich einfach mal hingesetzt hätte und mal darüber nachgedacht hätte, ein bisschen ausführlicher, ein bisschen ins Detail gegangen wäre, dann hätte man das alles besser organisieren können. Die Ströme sind nicht erst seit gestern. Aber es war ja auch dieselbe Zeit, wo der Senat dann beispielsweise beschlossen hat, den Umbau zu stoppen von dem Flüchtlingslager in Marienfelde und das Ganze zuzumachen. Es ist auch, es gibt jede Menge leerstehende Gebäude, die nicht genutzt werden, ja, die noch quasi auf irgendwelche anderen Nutzungen vorbereitet werden, aber dann jetzt jahrelang leer stehen, obwohl man sie zu Wohngebäuden umbauen könnte. Stattdessen wird dann jetzt das allbekannte asbestbelastete ICC aufgemacht dafür. Man hat schon so das Gefühl, es sollten dann auch wirklich diejenigen Immobilien sein, die am ramschigsten sind. Also ist da nicht auch System dahinter? Ich denke schon, die werden sich einen Kopf dabei machen, wenn die was schließen oder stoppen und dann sagen wir... gegen ein anderes Gebäude oder was auch immer. Also da ist das Team dahinter, garantiert. Also ihr meint, es ist so eine Mischung aus Unfähigkeit und Unwille. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Ich würde gerne noch was zum LAGESO hinzufügen. Ich gebe dir recht, Daria. Also es ist jetzt nicht wirklich mutwillig, das könnte sich nicht erlauben. Aber es ist einfach nicht relevant genug. Danke. Es ist einfach nicht relevant genug. Die Profilierung, es ist vollkommen aus dem Ruder geraten. Wenn man da die Flüchtlinge begleitet, da wird einem genauso entgegnet wie den Flüchtlingen selbst von oben herab. Man erfährt Dekadenz, Arroganz. Die profilieren sich da so, wie sie wollen. Also ob es Sachbearbeiter sind oder Securities, ich habe den Eindruck, da gibt es gar nicht mehr so eine Gemeinsamkeit, sondern jeder macht nach Gutdünken, was er kann oder was er gerade möchte. Also wenn die Leute gut geschlafen haben, da haben wir Glück, da kriegen wir dann ganz schnell Nummern. Und haben sie gerade mal einen Ehekrach, so kommt mir das vor, oder so auf längere Sicht ein Problem mit sich selbst, hat man die berühmte A-Karte. Und es wird einem wirklich so entgegnet. Ich habe Sachen gehört, ich habe darauf hingewiesen, die sehr gläubige Menschen möchten auch deswegen nicht in einem Heim sein, weil sie da nichts essen können. Nicht alle Heime haben Hellel.
Nun, für den Bundesbürger ist es vielleicht nicht mal ganz ersichtlich, was ist denn das jetzt Hellel? Also so wie die Juden Koscher haben, so haben die Moslems Hellel, das ist eine bestimmte Schlachtart. Und man spricht ein Gebet. Und sehr gläubige Leute, für die ist das wichtig, die hungern dann lieber. Und das wird in vielen Heimen nicht berücksichtigt. Ich weiß es von den Securities. Wolltest du noch was sagen? Doch, ich wollte nur noch mal fragen, ob das tatsächlich so in Syrien ankommt, wie Sie, also die Zustände, die jungen Frauen jetzt hier beschrieben haben, ob die so ankommen und wie das da aufgenommen wird. Ob man dann sagt, okay, man geht ganz woanders hin, man bleibt gut zu Hause, die Wahl hat man eher nicht zu Hause zu bleiben. Mhm. Wie geht man damit um in Syrien? Also, wie man da umgeht in Syrien, kann ich nicht sagen, aber es kommt dort an, dass vor Lageso die Menschen dort 3-4 Tage warten. Bis zu 3-4 Monaten, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja, aber 3-4 Tage wären sehr schön. Ja. Dass zum Beispiel die Flüchtlinge einen Termin bekommen haben, das ist ja fast gang und gäbe. Sie gehen zu ihrem Termin zum Bundesamt, also zum BAMF, und dann bekommen die einen anderen Termin in 20 Tage oder in einen Monat. Und ja, das kommt schon an. Aber ich möchte hier dazu noch mal was sagen. Es sind ja nicht das Lageso zuständig, was eigentlich in Berlin vor dem Lageso ist. Und man muss auch sagen, dass die Mitarbeiter dort im Lageso, sehr viele wirklich erschöpft sind. Das, was vor Lageso tagtäglich dort passiert und wir hören, das geht auch nicht an einen Mitarbeiter und Mitarbeiterin einfach so vorbei. Ich denke, für diese Zustände hat schon das Land schon, also wenn wir jetzt vom Land Berlin sprechen, hat das Land schon versagt. Es gibt viele Möglichkeiten, um diese Zustände zu umgehen. Gewollt, nicht gewollt, kann ich dazu nicht sagen. Aber die Deutschen sind ja bekannt bei den Syrern und im Nahen Osten, dass sie korrekt sind, dass sie organisieren können. Das ist, und da frage ich mich, wo ist diese Organisation? Da wollte ich gerade darauf hinaus, wenn sowas nach Syrien dringt, die fassen sich an den Kopf, die sagen, das sind unsere Deutschen, unsere Bürokratischen, wie man sie kennt. Das ist jetzt fast so ein bisschen das Stichwort für die Satire, die wir meistens immer so zur vollen Stunde machen. Du wolltest noch was sagen, Daria? Ich wollte ganz kurz noch was dazu sagen zu diesem BAMF und der Registration. Also das bedeutet genauso, dass sie möchten natürlich Deutsch lernen. Die Kinder können nicht in die Schule, bis sie diesen Aufenthaltstitel nicht haben, bis sie nicht angemeldet sind. Und es ist halt ziemlich schwierig, wenn man anfängt, ich weiß nicht, wie ich das gut erklären kann, aber wir schüren hiermit auch eine Art Kriminalität. Ne? Das darf man nicht außer Acht lassen, weil wenn jemand ohne Geld ist, ohne Nahrung ist, ohne Mittel ist, die Sprache nicht lernen darf, obwohl sie so gierig und hungrig danach sind, Deutsch zu lernen und sich hier zu integrieren in diesem Land, einfach anpacken wollen, arbeiten wollen, egal was es ist, ob mit Geld, mit Leistung oder ohne Leistung, ob unentgeltlich, ehrenamtlich oder für Geld. Sie brauchen Beschäftigung. Und die Kinder brauchen eine Schulbildung. Ja, kann ich nur unterstützen, was sie gesagt hat, weil ich habe von Syrien gehört, dass, und ich meine, ich wäre nicht anders, wenn ich kein Geld habe. Ich habe Kinder, die müssen essen, die müssen trinken. Und ich habe keinerlei Möglichkeit, arbeiten zu gehen. Ich spreche die Sprache nicht, ich kriege keinerlei Unterstützung. Irgendwann werde ich irgendwo stehen gehen, damit mein Kind was zu essen hat. Das heißt, auch wenn es nicht richtig ist, das Verhalten, es ist verständlich. Und in dem Augenblick, wenn wir das umgehen wollen, dann müssen wir einfach schneller arbeiten. Wir müssen irgendwie Lösungen finden, dass die Leute schneller Geld kriegen. Ja? Der Staat hat die Verantwortung, dass alle Menschen, die hier sind, eine legale Möglichkeit haben, hier zu sein. Weil wenn du das
der Staat ist, der die Menschen illegalisiert, dann haben sie ja gar keine andere Möglichkeit. Reden wollte noch was sagen. Es ist eine Welt. Ich bin sowieso gegen diese ganzen Grenzen. Ich finde, wir sind alles Menschen. Wir sollten nicht diese Grenzen haben. Wir können gerne Ländergrenzen haben. Aber ich finde, jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, in jedes Land frei reisen zu können und die Möglichkeit, arbeiten gehen zu können, ohne diese ganzen Auflagen. Also es ist, wir spalten Menschen, wir diskriminieren sie aufgrund was auch immer, ihrer Herkunft, religiösen Gründen, ihre sexuelle Ausrichtung oder was auch immer. Das sollte nicht sein. Wir sind alles Menschen, wir sollten grenzenlos arbeiten gehen können, wandern können, Länder ziehen können und das ist meine Meinung. Also das sollte gar nicht da sein. Wenn schon Globalisierung, dann für alle. Genau. Und nicht nur irgendwie in der Industrie. Also. Wem wollte noch was sagen? Ich wollte noch da sagen, also Flüchtlinge aus sicheren Staaten oder nicht, wer den Flüchtlingsstatus bekommt, das finde ich sehr schlimm, dass jetzt die Afghanen eigentlich abgeschoben werden sollen oder die aus dem Balkan abgeschoben werden sollen und keine, ja, sie können den Asylantrag stellen, aber der Asylantrag wird dann so schnell wie möglich arbeitet und keine Chance. Und ich hoffe nicht, ich hoffe, dass das nicht schürt in den Wohnheimen, wissen Sie? Also du Syrier, du hast die Möglichkeit und du bist selber, also bevorzugt und der, die anderen nicht. Also das ist das, was jetzt... So eine Zwei-Klassen-Gesellschaft richtig, in den Flüchtlingsländern. Richtig. Divide et impera heißt das, ja, berühmte Sprachwort, ja, dazu. Ja, also du bist ein willkommener Flüchtling und du bist kein willkommener Flüchtling. Und das ist unmenschlich. Ich finde zu dem Thema, ich will das jetzt nicht zu weit ausweiten, aber zu dem Thema Balkanflüchtlinge, wie Sie jetzt schon so genannt haben, finde ich es ziemlich schwierig, wenn man aus Europa nach Europa flüchtet. Warum schaffen wir nicht Frieden und eine sichere Gemeinsamkeit oder ein sicheres Zuhause für diese Menschen, anstatt sie jetzt wirklich einfach wieder wegzuschicken? Ich meine, sie müssten ja so gesehen gar nicht herkommen, wenn sie ein sicheres Zuhause hätten. Also es gibt ja für jeden einen Grund der Flucht. Klar gibt es wirtschaftliche Aspekte, politische Aspekte und dann wieder andere. Viele von ihnen waren ja auch schon da während des Jugoslawienkriegs. Genau. Und viele haben auch schon perfekt Deutsch gelernt. Und ja, wenn es sonst nichts gäbe, was man hier als Aufgabe hätte, dann wäre es, dass sie weiterhin Deutsch lehren. Wenn sie es gelernt haben, könnten sie es anderen beibringen. Also da ist jede Menge eigentlich Platz dafür vorhanden. Unsere Satire des heutigen Tages nach der nächsten Musik beschäftigt sich mal wieder, und das könnte man jetzt auch irgendwie vermutet haben, mit dem Thema Flüchtlinge. Aber zunächst mal Musik. Herzlich willkommen in Deutschland, meine Damen und Herren, dem Land, in dem alles etwas anders ist als anderswo. Ein Land, in dem Ordnung herrschen und Sauberkeit und Pünktlichkeit, in dem es einfach für alles Regeln gibt, die auch von allen befolgt werden. Ein Land, das sich um seine Umwelt sorgt, in dem es keine Korruption gibt und in dem die staatlichen Stellen funktionieren. Bis gerade eben. Was ist jetzt nochmal ganz genau passiert? Durch manipulierte Messmethoden hat der Volkswagen-Konzern die Flüchtlingszahlen gedrückt, weshalb die Deutsche Bank zehntausende Leute entlassen muss, darunter Wolfgang Niersbach und Franz Beckenbauer. Oder war das anders? Hat Horst Seehofer Angela Merkel nach China geschickt, um dort Anregungen für den Bau der großen Mauer zu holen? Aber als sie da war, hat Donald Trump gesagt, das kriegt man mit mexikanischen Firmen billiger hin. Ist dieser Donald Trump eigentlich schon amerikanischer Präsident? Oder muss der erst noch gewählt werden? Ach, Entschuldigung, es muss ja heute keiner mehr gewählt werden. Wahlen sind irrelevant. Die Politiker und die Parlamente kriegen ja heutzutage die Politik, die sie machen sollen, fertig im Teebeutel zum Aufgießen. In Portugal haben die Menschen geradezu 60% links gewählt.
Aber der Staatspräsident hat den Auftrag zur Regierungsbildung den gerade abgewählten Konservativen erteilt, mit der Begründung, er könne nicht verantworten, dass eine andere Regierung eine andere Politik macht als die vorherige. Ich glaube, das haben die Griechen vorher auch schon zu hören bekommen. Verantwortung ist hier übrigens das Schlüsselwort. Es gibt nur eine Politik. Maximal dürfen die Bürger wählen, wer für diese Politik die Verantwortung übernehmen muss. Verantwortung übernehmen definiert man heute übrigens anders als früher. Das heißt heute, dass sich die Politiker übernehmen, ohne dass sie sich dafür verantworten müssen. Kann man ihnen aber auch nicht übel nehmen, schließlich sind sie für eine ganz andere Realität gewählt worden. Hat ja der Horst Seehofer gesagt. Ich werde nicht zulassen, dass der Staat vor der Realität kapituliert. Hat der Horst Seehofer gesagt. Staat gegen Realität. Na, das wird ein Kampf. Welcome to the fight of the century. In der einen Ecke der Heavyweight Champion of all time, Reality King, die Wirklichkeit. In der anderen Ecke das Fliegengewicht, Horst Seehofer. Let the fight begin. Are you ready to rumble? Dieser Kampf hat noch nicht mal angefangen, aber ich glaube, es gab schon die ersten Gehirnblutungen. Ja, wer so lacht wie der Horst Seehofer? Der hatte doch seinen ersten schmerzhaften Kontakt mit der Realität schon vor Jahrzehnten. Aber er ist ja nicht alleine. Das ist ja das Verrückte. Überall gibt es Leute, die meinen, dass sie sich erfolgreich gegen die Realität stemmen können. Manchen gelingt das sogar, wie der VW-Aktie. Trotzdem hat man das Gefühl, es ist irgendetwas ins Rutschen gekommen. Früher waren wir Deutschen im Ausland herzlich unbeliebt, aber bekannt für unsere grundsolide Wirtschaft. Und heute? Heute sind wir schon über ein Jahrzehnt lang das beliebteste Land der Erde, aber dafür gibt es bei uns jetzt beinahe wöchentlich einen neuen Korruptionsskandal. Vielleicht ist es ja gerade die Korruption, die uns so beliebt macht. Ich mag die Deutschen. Die tun immer so moralisch, aber im Grunde meinen sie es nicht so. Das ist eine Abwandlung von der tut nichts, der will nur spielen. Vorsicht. Bei manchem deutschen Schäferhund hat man sich da auch schon getäuscht. So wie jetzt, bei der Flüchtlingskrise zum Beispiel. Da habe ich hier an derselben Stelle vor 8 Wochen die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung noch gelobt und jetzt ist das alles schon wieder gekippt. Innerhalb von 4 Wochen ist es der öffentlichen Meinung gelungen, eine mehrheitlich weltoffene und menschenfreundliche Bevölkerung zur menschenverachtenden und egoistischen Abschottung zu erziehen. Reifeleistung. Und die Bundeskanzlerin sagt einerseits, wenn wir uns für ein freundliches Gesicht entschuldigen müssen, dann ist das nicht mehr mein Land, und verschärft andererseits im selben Augenblick die Asylgesetze. Das scheint auf den ersten Blick widersprüchlich. Scheint aber nur, denn genau genommen ist das ganz typisch Merkel. Eigentlich ist das ganz genau das Gleiche wie damals bei dem Flüchtlingsmädchen, das sie so ungelenk gestreichelt hat, nachdem sie es vorher zum Weinen brachte mit der Aussage, die meisten können aber nicht bleiben. Das ist der merkelsche Doppeladler. Abschieben, aber mit einem Lächeln. Oder anders gesagt, in den sogenannten Registrierungszentren mit verschärfter Residenzpflicht werden jetzt hunderttausende Menschen außer Landes gestreichelt. Da hat sie es jetzt mit unserer schönen Willkommenskultur. Kaum greift der Staat ein, geht die Sache schief. Die Situation war für die Deutschen und die Bundesregierung aber auch zu neu. Wir Deutschen waren beliebt, das kannten wir so nicht. Und deshalb mussten wir dieser neuen Beliebtheit jetzt erstmal einen Riegel vorschieben. Denn wenn wir Deutschen beliebt sind, das nagt an unserem Selbstwertgefühl. Sehen Sie, früher haben wir Deutschen Angst und Schrecken in der Welt verbreitet. Aber wir haben uns bombig gefühlt dabei. Heute fürchtet sich keiner mehr vor uns, im Gegenteil. Heute sind wir das Sehnsuchtsland von Millionen Menschen auf der Welt. Aber uns ist das nicht recht. Verstehen Sie, wir Deutschen haben es gern, wenn die Leute vor uns weglaufen. Nicht, wenn sie uns zulaufen. Also wenn es die Deutschen nicht gäbe, man müsste sie gleich verfehlen.
das war schon wieder Strom und Wasser featuring The Refugees, diesmal mit dem Titel Anti-Pool. Und davor, vor der Satire, lief Tonsteine scherben, keine Macht für niemand. Ja, das ist eigentlich auch schon gleich die Frage, keine Macht für niemand. Wie soll denn die Welt dann organisiert sein? Erstmal bei uns und dann woanders. Juliane. Genau, ihr seid noch beim bedingungslosen Nachmittag. Wir haben heute das Thema, warum Flucht? Und wir haben viele Gäste hier bei uns, unter anderem Leria, und die ist von Stop War Worldwide. Das ist eine Organisation. Ich habe mir die Website angeguckt, da stand jetzt nicht so viel drauf. Deshalb würde ich jetzt gerne von dir hören, was macht ihr, was sind eure Ziele? Unsere Ziele sind es, eine für mich perfekte Integration zu schaffen. In Form von Bildung, in Form von... Darf ich kurz fragen, ihr seid, seid eine private Organisation oder wer steckt dahinter? Wir sind ein Verein. Okay. Genau. Wer steckt alles dahinter? Es gibt viele Mitglieder, die aktiv wirklich mithelfen bei der Essensverteilung. Es ist alles sehr viel organisatorisch noch in Arbeit. Ich bin nicht überfordert, aber hochgradig gefordert. Wir brauchen echt noch ein bisschen Hilfe, was das alles betrifft, was ganz viele spezielle Gebiete betrifft. Lehrkräfte, Therapeuten, Ärzte, die sich auch bereit erklären, auch ohne diese grüne Karte, also ohne eine Krankenversicherung zu behandeln. Es sind in Lageso vor Ort sind Ärzte, dennoch muss man halt immer wieder weiterschauen. Ne? Die sind teilweise wirklich extrem überfordert. Es gibt sehr wenig Härtefälle, die durchgehen. Es muss schon ein Arm ab sein oder gerade neu abgefallen sein. Kurz vorm Sterben müsste man liegen, dass man wirklich als Härtefall durchkommt und dann auch wirklich schnell bearbeitet wird. Der Verein kümmert sich um alle möglichen Gebiete, wo Hilfe benötigt wird. Wir versuchen Sportvereine zu organisieren, die Jungs aufnehmen oder auch Mädchen aufnehmen, damit sie aktiv irgendwas machen können und nicht einfach im Heim sitzen oder in ihrer Wohnung sitzen, nicht wissen, wohin mit sich selbst. Wir veranstalten Ausflüge gemeinsam. Alles, was ansteht, ehrlich gesagt. Und der Verein versucht halt auch viele Gebiete abzudecken, was zum Beispiel auch zum Thema Obdachlosigkeit, also Wahlobdachlose, sage ich jetzt mal. Es wird sehr, sehr oft kritisiert, dass eine große Welle an Flüchtlingshelfern da sind. Es aber nicht mehr um die Obdachlosen gekümmert wird, die hier in Berlin oder auch in Deutschland sind. Dazu würde ich sehr, sehr gerne meine Freundin Rinde Einsatz sagen lassen. Sie kümmert sich aktiv um Obdachlose. Sie ist sehr aktiv dabei. Genau, vielleicht kann sie ganz kurz mal was dazu sagen. Ja, ich würde gerne Folgendes dazu sagen. Und zwar, ich betreue quasi Obdachlose in Berlin. Also ich habe jetzt momentan 6 Feste, die ich sozusagen betreue. Und also das heißt betreuen, ich mache das alles ehrenamtlich, ich helfe denen einfach, ich sehe ja zu, dass sie Spenden bekommen, also ich verteile Sachen eigentlich in erster Linie. Und ich habe das sehr viel mitbekommen, dadurch, dass ich ja auch Flüchtlingen helfe, die Reha unterstütze, dass es eine Riesenwelle gibt, die immer wieder sagt, was ist mit unseren deutschen Obdachlosen, um die kümmert sich keiner. Mich ärgert das total, weil ich habe wirklich viel mich mit den Menschen, die eben auf der Straße leben, unterhalten. Das ist für mich der persönliche Kontakt, das ist wahnsinnig wichtig. Und was ich von allen wirklich gehört habe, ist, dass die das eher ärgert, dass quasi über ihren Kopf hinweg solche Dinge verbreitet werden, weil keiner dieser Obdachlosen sieht das so. Ganz im Gegenteil. Also sie sind eher der Meinung, dass durch diese ganze Hilfsbereitschaft, die aufgrund der Flüchtlinge jetzt aufgekommen ist, sie viel mehr Unterstützung bekommen. Also sie profitieren davon. Keiner hat das Gefühl, dass ihm irgendwas weggenommen wird. Das wollte ich gerade sagen, denn man fragt sich ja dann, wenn jetzt gesagt wird, wer kümmert sich um unsere Obdachlosen? Es hat sich ja offenbar, bevor die Flüchtlinge kamen, auch keiner um die Obdachlosen gekümmert. Warum jetzt plötzlich? Es ist trotzdem eben dieses gängige Argument, also was ich andauernd um die Ohren gehauen bekomme, andauernd lese
Und wie gesagt, was mich eben auch wirklich daran ärgert und was ich jetzt gerne mal im Namen derer, die ich quasi, denen ich versuche zu helfen, hier sagen möchte, ist, dass sie sich einfach übergangen fühlen, eben beziehungsweise etwas über sie verbreitet wird, was garantiert keiner so selber sagen würde. Eben ganz im Gegenteil. Also sie sagen alle, wir profitieren davon und keiner hat irgendwas gegen Flüchtlinge. Und das ist einfach gelogen. Also es ist wirklich, stimmt so überhaupt gar nicht. Das war mir nochmal wichtig. Dankeschön. Ja, mir war es auch wichtig, dass ihr das kurz erwähnt. Zum Thema Obdachlosigkeit. Wir versuchen halt, so gut es möglich ist, und dafür benötigen wir wirklich noch Hilfe, Wohnraum zu schaffen. Es gehört alles zum Thema Integration dazu. Die Notunterkünfte. Wenn man noch sich melden möchte bei euch? Ihr könnt euch gerne unter der E-Mail-Adresse info@worldwide.com melden oder auch einfach irgendwie über Facebook recherchieren und schauen, dass ihr... Da muss bei sowas ja immer ganz, ganz exakt sein. Alles in einem Stop War Worldwide, ohne Punkt, ohne Komma, in einem Wort quasi durch. Genau, in .com anschließen. Genau, so ist es. Aber unser Klaus von Kiekema Film Berlin wird das auch im Film, den wir ja wieder bekommen nach der Sendung, wird die Adresse auch nochmal mitlaufen lassen, unten auf dem Laufband. Und das könnt ihr euch dann in den nächsten Tagen bei YouTube anschauen. Der Film steht in den nächsten Tagen ab Dienstag bei YouTube und da könnt ihr euch die Kontaktadresse nochmal anschauen und euch auch melden, wenn ihr helfen möchtet. Sehr gerne. Und wir haben natürlich auch jetzt wieder den Chat. Ich sehe bisher niemanden, der in den Chat gekommen ist und eine Frage gestellt hat. Aber solltet ihr das Gefühl haben, dass Juliane und ich noch nicht genügend unsere Gästinnen löchern, dann schreibt doch mal selber eure Frage auf und setzt sie über den Chat ab. Wir stellen sie dann gerne unter der Voraussetzung, dass sie respektvoll ist und keine wie auch immer gearteten nationalsozialistischen Äußerungen enthält. Das muss man heutzutage immer dazu sagen, aber was... wie geht es denn jetzt weiter? Wie soll das Ganze weitergehen? Das wäre jetzt unser Thema noch für die zweite Stunde. Also es geht insofern weiter, dass sich täglich die Aufgabengebiete erweitern. Wir haben jetzt aktuell es gibt echt tolle, etwas größere Firmen, die ich jetzt so nicht direkt namentlich erwähnen möchte, die uns unterstützen in Form von Lebensmittelspenden, Einkäufe. Wir haben jetzt für einen unserer Schützlinge aktuell, der ist auch aus Aleppo geflohen, haben wir einen Deutschkurs organisiert. Wir möchten selbst Deutschklassen und also vor allem erstmal diese Grundkenntnisse schaffen. Das hat sich alles so entwickelt, da ich habe vor 4 Monaten einen Lehrer auf dem Platz kennengelernt und er sagte, ich möchte gerne Deutsch lernen, wie schnell kann ich das tun? Er hat über die Google-App Translate ein paar Wörter aufgegriffen, kann ein paar Sätze. Und ich habe versucht, das zu organisieren. Ich habe in allen möglichen Schulen angerufen, von der Volkshochschule bis, also von A bis Z. Und es war, wie gesagt, vor 4 Monaten und es hieß, wir können Ende Dezember die erste Stunde starten. So ist es dann entstanden, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass wir wirklich eigene Räumlichkeiten schaffen müssen oder einen eigenen Raum schaffen müssen, um den Menschen wirklich Deutsch beizubringen. Und da fängt es an mit dem ABC. Also das sind ganz simple Kleinigkeiten, wo für die Fortgeschrittenen brauchen wir dann natürlich geschulte Lehrkräfte. Aber für den Anfang geht es hier wirklich um erste Klasse Niveau und Aufgaben. Okay. Hast du noch was? Sonst machen wir erstmal eine kleine Musik und kommen gleich nochmal aufs Thema. Wir können jetzt gerne mal eine Musik machen. Vielleicht fassen wir das Thema nach der Musik auch noch ein bisschen größer, wie es weitergehen kann. Konstantin Becker, Sage Nein, wir sind heute sozusagen musikalisch in der Klassikschiene und jetzt ist ja die Frage, wie geht das Ganze weiter, Juliane? Genau. Ich frage mich natürlich, wenn wir jetzt nochmal nach Syrien schauen, dafür haben wir ja Rim Fahra hier, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, wenn Syrien keine Einwohnerinnen und Einwohner, wenn alle Leute aus Syrien fliehen, in die Nachbarländer oder nach Europa, was passiert dann da? Das Land ist menschenleer, was soll da passieren? Was muss da jetzt passieren? Also es passiert jetzt zurzeit was. Der Krieg, meiner Meinung nach, hat
dauert ja noch, hat auch so lange gedauert, dass keine Lösung in Syrien stattgefunden haben. Erstmal ist Syrien ein geostrategisches Land. Die Großmächte haben Interesse, wirtschaftliche Interessen an Syrien, nicht nur die Großmächte, sondern auch die Nachbarländer, Türkei, Iran und die Golfstaaten, Saudi-Arabien, Katar etc. und auch die westeuropäischen Länder, Deutschland, Frankreich und die USA und Russland. Und eine Lösung in Syrien wird nicht geben, also eine Waffenstillstand. Ich der Meinung bin, es müssen die Waffen schweigen. Ein Waffenstillstand wird nicht zustande kommen, wenn die USA und die Russische Föderation sich nicht einigen. Und das ja zeigt ja, dass am 30. Die Wiener Konferenz stattgefunden hat. Und die nächste Wiener Konferenz wird nächste Woche stattfinden, Donnerstag, Freitag, so nach der Abschlusserklärung, was die Medien sagen. Wir in Syrien hoffen, dass das zu einer Einigkeit kommt. Die Wiener Konferenz besagt, also Syrien sollte ein einheitliches Land bleiben und nicht, und sollen auch die Verwaltungen erhalten bleiben, da über die Verwaltung, ob die noch erhalten sind oder nicht, weil Syrien über 70% ist ja zerstört. Du hast ja auch richtig gesagt, also die Menschen fliehen dort, wer soll dort bleiben? Ich habe ja Kontakt zu meiner Geburtsstadt Damaskus. Und mir wurde ja gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ja keine Männer mehr in Damaskus. Also die Frauen sagen, also wir brauchen bald, also die Kopftücher tragen, brauchen wir keine Kopftücher mehr tragen. Ja, was kein Männer. Also so wird auch darüber gesprochen. Wozu brauchen wir die Kopftücher, wenn wir nur 12, also Kaps und Blitz, nur 12 Männer sind in Damaskus geblieben. Würde sagen, dass wir, vielleicht unsere Stimme wird jetzt woanders gehört, dass wir auch mobilisieren, dass die Waffen schweigen müssen. Dass man auch zu einer, dass die humanitäre Hilfe nach Syrien reinkommt. Dass man auch die Leute vor Ort, nämlich die Menschen, die noch dort sind, sie leben in einer sehr schlechten Situation. Soweit zu Syrien. Allerdings muss ich auch sagen, die Länder, die sich getroffen haben, sie entscheiden über die Köpfe der Syrier. Ich glaube nicht, dass man zwischen Pest und Cholera, die Syrier werden so dargestellt, die müssen zwischen Pest und Cholera entscheiden. Die meisten Syrer, ich nehme mir nicht, dass ich über das ganze syrische Volk spreche. Also wir wollen Demokratie haben. Und wenn die Waffen dann schweigen, werden wir viele Richtungen, politische Richtungen in Syrien haben und viele Meinungen. Die muss man auch akzeptieren. Die akzeptiere ich. Aber ich persönlich lehne das Regime Assad. Also nicht Assad als Person jetzt. Das ganze Militärregime, das ganze Sicherheitsregime, der seit 50 Jahren in Syrien herrscht und trägt zuerst die Verantwortung, wie unser Land jetzt ist. Und natürlich, wir sind ja nicht für ISIS. ISIS ist ja bis 2012 nirgendwo gewesen. Also jetzt stellen die Syrer, wollt ihr, also wir müssen erstmal die Terroristen bekämpfen und dann können wir ja sprechen. Aber ich spreche auch von Staatsterrorismus. Was ist ein Staat? Kurz und knapp, wir möchten, dass die Waffen schweigen, dass die Hilfsorganisationen die Möglichkeiten haben, nach Syrien reinzukommen. Und
Was die Integration hier, das ist, haben ja schon hier die Kollegen schon beantwortet, ich kann ja noch andere Fragen. Das klingt jetzt allerdings nach einer Hoffnung für Syrien, die sich in Jahren nicht erfüllen wird. Und wenn Jahre vergehen in der Zwischenzeit und Menschen aus Syrien bei uns sind, stellt sich die Anschlussfrage, wie wird ihr Leben hier? Wir hatten ja jetzt auch in der Pause die kurze Diskussion mit dem Publikum darüber, wie wird dann eigentlich ein Leben, das hier in Deutschland geführt werden soll, wie wird man denn da aufgenommen? Wie ist denn da die Reaktion? Wie kann man überhaupt beispielsweise berufliche Perspektiven entwickeln? Also ich kann ja über meine Tätigkeit über zwei Jahre mit den Flüchtlingen dazu sagen, dass A und O ist die deutsche Sprache. Für egal welche Flüchtling aus welchem Land kommt, wenn das ist die Integration. Die erste Integration ist dann die deutsche Sprache. Ich finde, Deutschland hat die Möglichkeit, ist ein sehr reiches Land und dass diese Flüchtlinge auch die Möglichkeiten haben. Wir haben sehr viele Flüchtlinge, die schon ein Studium hinter sich haben, Ärzte, Ingenieure oder junge Leute, die noch ihr Studium weiter studieren möchten. Und wir haben sehr viele Handwerker unter der Flüchtlinge, unabhängig aus welchem Land sie kommen. Sie müssten eigentlich die Möglichkeit bekommen, eine Arbeit. Und wenn ein Flüchtling Tag und besonders auch die jungen Männer, wenn sie von früh bis abend in den Flüchtlingsheim sind, sie haben keine Arbeit, sie warten nur auf Post, da kann man sich vorstellen, was da läuft. Also es müssen diese Flüchtlinge integriert werden. Das ist eine Aufgabe sowohl für die Politik als auch für die Bevölkerung, weil viele Menschen reagieren ja auch ablehnend selbst. Und gerade wenn sie mit jemandem sprechen, der perfekt Deutsch spricht, möglicherweise besser Deutsch als sie selbst, das ärgert ja auch viele. Also Integration ist keine Einbahnstraße. Integration ist die Einheimischen bzw. auch die neue Einkömmlinge. Also die Integration ist nicht von Seite, wie man gesagt, du musst Deutsch lernen, ja, aber ich kann ja auch, ich muss mich irgendwie integrieren, dass es gibt ja sehr viele Bürger, die offen sind, aber ich befürchte, dass besonders gestern die Demonstration, die hier in Berlin stattgefunden hat, dass das umkippt, wissen Sie, also davon habe ich ja weiß ich nicht, wie ich das jetzt sagen will, das ist jemand anders. Also du blickst nicht positiv in die Zukunft, oder? Ja, wir sagen die Willkommenskultur und viele haben geholfen und die ist wirklich wunderbar. Ich habe ja erlebt tagtäglich die Spenden, die Telefonate, die Lehrer, die Deutschunterricht geben möchten, Ärzte, die ehrenamtlich auch behandeln. Aber wenn die Politik und wenn die Medien, weiß ich nicht, ich glaube, ist weg, wenn wir sehen ja tagtäglich, was in den Fernsehen kommt. Und die rechten Parteien, die werden diese Situation nutzen. Und sie nutzen sie ja auch. Und hier ist unsere Frage, wie klären wir diese Flüchtlinge, die gerade nach Deutschland gekommen sind, die von der politischen Bühne in Deutschland nichts wissen. Sie wissen es nicht. Ich habe mit Syrien gesprochen und viele haben mir gesagt, mit denen ich mich unterhalten hatte, wenn der Krieg abklingen würde, dann würden die noch nicht mal mehr in Deutschland bleiben wollen. Dann würden gerne zurück nach Syrien gehen und helfen, das wieder aufzubauen. Ja? Sollte der Krieg aber nicht aufhören, in den nächsten 5 Jahren zum Beispiel, und sie kriegen ihre Kinder hier und die Familienzusammenführung hat geklappt und so weiter und so fort. Viele werden dann auch hier bleiben. Und dann hat schon, wie Irin gesagt hat, die müssen Deutsch sprechen. Sie müssen die Möglichkeit haben, sich hier wirklich ihre Existenz neu aufzubauen.
Aber im Moment hängen die Leute ja dann sozusagen zwischen Borke und Baum, ja, weil sie wissen nicht, sollen wir jetzt uns, ich sage jetzt mal so, die Mühe machen, uns Deutschkurse zu organisieren, uns hier einzufinden. Oder im Gegenteil. Kann die, sein, die, dass die sind richtig hungrig danach. Gut, aber es kann ja auch sein, dass gesagt wird, okay, es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber dass nächstes Jahr Frieden ist und die Leute sagen, wir wollen lieber wieder nach Hause und unser Land aufbauen. Also man ist in einer Situation, wo man eigentlich nicht groß in die Zukunft planen kann. Na, sie planen schon, ihre Zukunft hier aufzubauen, aber sollte der Krieg dann doch abklingen, dann würden sie auch wieder zurückgehen, okay, viele. Ja, aber klar, wenn man hier erstmal die erste Generation geboren hat und die wachsen hier auf und gehen zur Schule, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zurückgeht, helfen, aufbauen, eher gering. Ja, ich würde wirklich gerne noch was sagen. Also viele Syrer sagen, wenn der Krieg aufhört, gehen wir und bauen wir auf. Aber ich möchte auch daran erinnern, dass Syrien zerstört ist. Also diese Menschen, die wirklich nach Syrien kehren möchten, wieder zurück, es muss, muss wieder neu aufgebaut werden. Die haben kein Land, sie haben kein, also Häuser sind zerstört, Wohnungen sind zerstört, Krankenhäuser sind zerstört. Und das muss auch alles irgendwie zusammen kooperiert werden zwischen die Großmächte und die Nachbarländer der Region von Syrien. Was macht die deutsche Bundesregierung? Also außer alles falsch. Es ist ja so, dass... Ich würde nur sagen, der deutschen Regierung, die sollen aufhören, Waffen in den Nahen Osten und in den Brennpunkte zu liefern. Weil nämlich, ich sage, also Waffen werden geliefert. Die Waffen werden ja auch genutzt. Und wenn der Nahe Osten nicht so viel Waffenlieferungen bekommen hätte, wären wahrscheinlich... ja, hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Flüchtlinge und auch nicht so diese ganzen Auseinandersetzungen im gesamten Nahen Osten. Sie sollen lieber für wirtschaftliche Entwicklung in diesen Regionen und die Ursachen von Hunger und Armut bekämpfen. Das bedeutet aber nicht, dass auch Schuld an diese ganze Misere, auch die gesamten Diktatoren, die im Nahen Osten sind, auch eine Schuld tragen. Haben wir schon richtig verstanden? Ja, ja. Ja, das ist dieses Verursacherprinzip, was ich kurz in der Pause angesprochen hatte. Also man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man mitverantwortlich ist oder mit unterstützt oder Krieg unterstützt, dass man dann davon ausgeht, oh, die Flüchtlinge, die kommen aber nicht in unser Land dann oder so, sondern Krieg bringt mit sich Tod, Flüchtlinge und so weiter und so fort. Und dann kommen die und fliehen in die Länder, wo sie denken, dass es sicher ist. Dann braucht man sich nicht wundern. Ne? Es gibt ja so einen schönen oder eigentlich auch nicht schönen Spruch in Deutschland, der heißt, wer Krieg sät, der erntet Flüchtlinge. Und genauso ist es ja auch, wenn man sich das so anschaut. Ja, die Frage ist jetzt nur, die Bundesregierung, die ich vorhin angesprochen habe, die versucht ja jetzt wohl mit allen Mitteln die Geldausgaben, die sich daraus logisch ableiten, zu verhindern, zu vermeiden. Sie haben jetzt das beispielsweise mit den Deutschkursen schon angesprochen, dass die relativ spät und auch in geringer Zahl und viele haben auch gar keinen Anspruch auf einen Deutschkurs und so weiter gedrosselt werden, die Leistungen werden gedrosselt und was die Außenpolitik angeht, macht man sich ja auch offensichtlich keine Gedanken über die Waffenfrage, weil das ist ja mal so, dass das gibt ja nicht dass die Bundesregierung das Geld aus, das geben ja die Staaten aus, die Waffen beziehen. Und das wiederum landet in der deutschen Rüstungsindustrie, das ist mit anderen Worten eine Privatwirtschaft, ein privatwirtschaftliches Interesse, wo die Bundesregierung nichts weiter tut, als den Stempel drauf zu geben, ja, sie dürfen verkaufen an Saudi-Arabien, an X und Y. Und das heißt, da hat die Bundesregierung eigentlich auch das monetäre Interesse, für die deutsche Wirtschaft kommen, dann mittelbar für Steuerzahlungen, dass alles so bleibt, wie es ist. Also müssen sich Geldströme gravierend ändern. Was sind die Forderungen? Also ich glaube, Merkel hat 17,5 Milliarden hat sie jetzt zugestimmt, an Förderungsmitteln waren das. Aber wie viel gibt denn das Land Berlin allein? An Förderungsmittel? Für Flüchtlinge. Okay. Ja. Und, aber das Land Berlin alleine, das schlaucht doch der Flughafen Tempelhof Geld ohne Ende. Also... Es ist so. Brandenburg, genau. Ja, es ist 1,2 Millionen am Tag. Ja, der Flughafen Tempelhof.
Es ist unsinnig, dass man sagt, wir geben 1,2 Millionen für den Flughafen Tempelhof aus am Tag. Ja? Brandenburg, Entschuldigung. Der noch gar nicht in Betrieb ist. Genau. Das ist es, der ist noch nicht mal in Betrieb. Genau. Kostet und 1,2 Millionen am Euro Tag. Am Tag. Und 17,5 Milliarden fürs kommende Jahr für Flüchtlinge. Heißt das möglicherweise, dass wenn Deutsche wirklich viel Geld ausgeben, dann geht es immer schief? Nein, ich würde nicht sagen immer, aber es gibt viel zu kritisieren. Ja. Ich will jetzt gar nicht das komplette Thema knicken, aber wir sind, glaube ich, bald am Ende. Und ganz, ganz wichtig finde ich zu erwähnen, dass die Lebensmittelversorgung und die Spenden der Lebensmittel gerade aktiv im Lageso und auch egal in welcher Stadt, ich möchte eigentlich mobilisieren, dass jeder, der in der Nähe irgendein Heim hat oder eine Erstaufnahmestelle, eine Registrationsstelle, dass sie einfach aktiv werden, hingehen, schauen und nicht nur Flüchtlingen, sondern auch den Obdachlosen einfach mal Gehör schenken und ein Auge drauf haben, wenn da jemand sitzt, dass man mal fragt, hast du Hunger? Möchtest du was essen oder kann ich irgendwas für dich tun? Es gibt eine große Helferwelle, aber es ist noch lange, lange, lange nicht genug. So. Aber darf ich da mal eine ganz böse Frage jetzt reinhauen? Eigentlich ist ja die Bundesregierung dafür zuständig, dass die Menschen vernünftig versorgt werden und ausreichend zu essen bekommen. Das heißt, ein Aufruf, ich weiß genau, wie du es meinst, das ist natürlich auch toll. Nur wir können die komplette Hilfe ja nicht in private Hände abgeben, die dann eben helfen oder auch nicht. Das muss ja wirklich auch geregelt werden, dass die Leute auch zu essen bekommen, wenn niemand privat hilft. Und deshalb... Die Regierung darf sich natürlich nicht auf die Ehrenamtlichen ausruhen. Das tut sie gerade seit langem. Dennoch können wir nicht verantworten, dass Menschen verhungern. Und das ist einfach der Punkt. Eben, oder erfrieren. Das können wir nicht verantworten. Ich kann nicht warten, bis die Regierung eingreift. Wenn die warten, dann ich habe das schon richtig verstanden. Nur ich meinte also, das ist natürlich auch ein Appell an die Regierung, dass was getan werden muss. Und dass man sich nicht auf die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer... Vor allem Prioritäten setzen, es geht hier um Menschen. Ist es nicht vielleicht sogar so, dass die Ehrenamtlichen und die Vertreter von Behörden sich eher im Weg stehen? Ist es nicht so häufig, dass Behörden sogar noch dazwischen funken? Ja, schon. Also es wird... ich erlebe sehr viel tagtäglich auf dem Platz. Wir wurden schon öfter mal weggescheucht mit einer großen Ladung von 1000 Bürex und ganz vielen anderen Sachen, die wir organisiert haben. Man ruht sich natürlich darauf aus, wenn man sieht, okay, die haben ja genug Essen oder anscheinend muss niemand hungern, weil viele Ehrenamtliche kommen und helfen. Genau. Ich glaube, das war der Ansatz. Was sollen wir sonst tun? Naja, das wäre halt die Frage, wenn kein Ehrenamtlicher mehr da wäre, dann wäre halt die Frage, würde die Bundesregierung dann endlich vernünftig agieren? Also ich wage jetzt mal zu behaupten, wenn, sagen wir mal, Dänemark da eine Naturkatastrophe passieren würde und hier würden uns 1 Million Dänen in Deutschland stehen, dann würde sofort das technische Hilfswerk da sein, dann würden beheizte Wartezonen da sein, dann würden die Leute vernünftig untergebracht werden, wage ich zu behaupten. Da würde sich wahrscheinlich nicht auf ehrenamtliche Helfer verlassen. Ja, werden. Menschen werden in Klassen geteilt. Ja, ne? Und das ist das Problem, auch von der Regierung. Also. Ich würde gerne sagen, etwas Konstruktives noch hinzufügen. Wir haben ja hier einige berechtigte Kritik geäußert. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass man den Tatsachen ins Auge sieht. Und das sind die. Hier ist die Regierung wirklich gefragt. Es gibt verschiedene Leute, die haben noch ein Zimmer frei, ja, zum Beispiel, aber sind selber knapp bei Kassel. Die geben dann jemandem den Vorrang, der durchaus relevante Chancen hier hätte, irgendwo was zu finden. Während Flüchtlinge nach wie vor unversorgt, es sind ja leider nicht nur 3-4 Tage, sondern wirklich, und ich habe auch welche bei mir zu Hause, anderthalb Monate sind jetzt vergangen, da ist noch gar nichts geklärt. Ich habe zufällig da jetzt einen Platz, ein Zimmer frei, aber es gibt noch andere Leute, die wirklich ein Problem haben, jemanden einfach so aufzunehmen, weil sie selber kaum was haben. Wenn die Regierung sagen würde, zum Beispiel, wir geben einen Obolus, wir machen das mal ein bisschen leichter, wir geben jetzt, weiß ich nicht, 200 oder
300 dafür, dass jemand einquartiert werden kann. Das ist doch viel günstiger, als wenn man den Pensionen und diesen Heimen, was sehr viel verspätet, in den Rachen wirft. Da könnte man jetzt verhindern, dass Menschen krank werden oder erfrieren sogar. Oder auch, was das Essen betrifft, wenn man sagen würde, Leute, hier gibt es so viel Arbeitslose und da richte ich mich jetzt ganz besonders an Leute, die ein bisschen rechtsorientiert denken. Ein Hauptargument war immer, was mir zu Ohren kam, jetzt kommen die hierher, wir haben noch nicht mal selber Arbeit und die nehmen uns die Arbeit weg. Also ein Ärmel hoch, geht zum Arbeitsamt, fragt, schreibt doch mal was. An die richtigen Stellen. Hey, ich möchte was tun. Ich sitze zu Hause, ich habe eine Dose Bier in der Hand. Ich bin ALG-2-Empfänger, das Fernsehprogramm nervt. Das ist mir langweilig, ich möchte was machen. Da könnte der Senat sich doch mal überlegen, ob man da nicht was Sinnvolles kreiert, dass man den Menschen Geld gibt dafür und die machen irgendwas. Ich will sagen, es gibt genug Jobs. Die nehmen uns nichts weg hier. Wir müssen aber was machen. Genau, es wird ja immer kälter. Im Winter war es schon so kühl nachts und hat geregnet. Ich hoffe, dass da eine Lösung kommt. Da lassen die Behörden nur nicht von ihren Vorstellungen von Qualifikationen ab. Es ist ja beispielsweise so, dass nicht jeder Mensch, der Deutsch spricht, aus der Sicht der Behörden Deutsch unterrichten darf. Sondern das müssen ja geprüfte Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer sein. Und da wird eben einfach überhaupt keinerlei Pragmatismus oder wie Merkel das formuliert hat, deutsche Flexibilität geübt, sondern ganz im Gegenteil, um Gottes Willen, was tun Sie denn da? Das ist ja alles ungeregelt, das ist ja alles spontan, das ist ja alles bloß so hoppladihopp, kreativ, aber wir haben hier Vorschriften und die sind einzuhalten. Ja. Und diese Vorschriften, die stehen ja jetzt eigentlich der tatsächlichen Bearbeitung des Problems komplett im Weg, werden aber nicht außer Kraft gesetzt. Ja. Wollte Ring nicht noch was oder was? Nee, ich wollte nur kurz dazu was sagen. Ich habe, also Regeln sind immer sehr gut, die sollte man auch immer haben, ja. Und sich auch daran zu halten, ist sowieso ein A und O. Aber als ich in Amerika war, da ist es nicht ganz so streng. Mir ist aufgefallen, als ich da war, wenn man Deutsch spricht zum Beispiel und man gerne Deutsch unterrichten möchte, macht man einfach ein paar Tests und wenn man die besteht, dann kann man auch Deutsch unterrichten. Also man guckt dann wirklich, hat derjenige das drauf oder nicht, ohne dass man das jahrelang studiert haben muss. Und das würde ich mir auch hier wünschen. Es ist wirklich pragmatischer zu sagen, gut, du sagst, du kannst das und das, dann musst du dir die Sachen, Voraussetzungen erfüllen und dann kriegst du den Job. Punkt, aus, Ende. Man muss aber nicht jahrelang studiert haben. Auch, ich kann jetzt Deutsch unterrichten, weil ich 5 Jahre in der Uni war oder so. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ein Großteil unserer Arbeitslosigkeit dadurch entsteht, dass die Arbeitslosen, die ALG 2 beziehen, schlicht und ergreifend nicht mit ihren Fähigkeiten ernst genommen werden, weil sie möglicherweise das dazugehörige Zertifikat nicht haben. Ja. Und dementsprechend haben wir also vorher schon als Verwaltung, als Beamtentum dafür gesorgt, dass unsere Arbeitslosenquote viel höher ist, als sie sein müsste, schlicht und ergreifend, weil wir die Fähigkeiten und Talente der Menschen nicht ernst nehmen. Und jetzt in dieser Situation ist es eigentlich noch viel größer, dass wir von dieser Eigenschaft Deutschlands ganz schnell wegkommen. Aber wie können wir das? Wie geht sowas? Also ich finde, Ehrenamt ist gut, dass Menschen ehrenamtlich helfen, egal jetzt ob im Seniorenheim oder Flüchtlingsheim oder Formular Gesu. Aber wir haben ja Millionen von Arbeitslosen in Deutschland. Und jetzt ist die Chance, warum soll man diese Arbeitslosen, und wir benötigen, also das ist, sieht ja so aus, und man benötigt auch die Arbeitskräfte. Warum werden nicht Arbeitslose in Arbeit, also dass sie Arbeitsverträge bekommen? Sie können in Heim arbeiten, sie können vom Lageso. Also es gibt ja sehr viele Arbeitslose, die kompetent sind. Warum nutzt man nicht diese Chance? Wenn in den Medien gesagt wird, ja, wir haben jetzt Flüchtlinge und die Wirtschaft wird bei uns blühen in Deutschland, wir brauchen eine junge Generation, wird ja so auch gesprochen, ja, in Süd und unter den Flüchtlingen, dass jetzt die Generationen in Europa, sie sind, haben wenig junge Generationen, die
die Pyramide geht es her, dass die Älteren viel mehr als die Jugendliche sind. Ich meine, die Bundesrepublik sollte diese Chance nutzen, um diese Arbeitslosen, die jahrelang wirklich auch arbeiten möchten, sie möchten nicht zu Hause sitzen und nichts tun, dass man denen auch die Möglichkeit gibt, eine Beschäftigung zu geben. Ja. Wir sind jetzt sehr interessant, man könnte noch länger weiterreden. Wir sind jetzt nun leider fast am Ende und wir haben die Angewohnheit, zum Schluss immer eine sogenannte Schlussrunde zu machen. Und die würde ich jetzt hiermit einläuten und würde euch bitten, also wir haben jetzt noch 6 Minuten, das heißt, jede von euch hat jetzt noch 1-2 Minuten, um etwas loszuwerden. Was möchtet ihr noch loswerden? Möchtet ihr noch eine Adresse loswerden, wo man sich bei euch melden kann, wenn man mithelfen möchte oder ähnliches, dass ihr da vielleicht einfach nacheinander nochmal, ja, fang du mal an mit der Schlussrunde. Also die Adresse hatte ich gerade schon erwähnt, ich denke mal, Klaus wird das auch einblenden. Was ich noch loswerden wollte, wir planen jetzt gerade aktuell auch Reisen an die Grenzgebiete. Und was wir bräuchten, wären wirklich Lebensmittelspenden, haltbare Lebensmittel, die man gut verteilen kann. Und das ist erstmal so der grobe, akute Mangel, sage ich mal. Nicht nur an den Grenzgebieten, sondern wirklich auch aktiv täglich in der GESO. Also wir verteilen jetzt schon bis zu 700 Mahlzeiten am Tag. Manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger. Ja, und es reicht nicht ganz aus. Vor allem brauchen wir noch Ehrenamtliche, die nachts ein bisschen mehr aktiv sind und nachts vor allem auch noch Tee bringen und ein bisschen Lebensmittel vorbeibringen können. Das wäre jetzt so als Abschluss, um es kurz zu machen, das, was ich dann bedanke, dass ich hier sein durfte. Wir bedanken uns auch. Gib weiter an Marlene. Ja, ich kann mich da ja nur anschließen. Also es sind ja nicht alle nur mit Bierdosen in der Hand, so wie Rien gesagt hat. Ich will es auch gar nicht so böse gemeint haben. Ich will sagen, die wirklich was machen wollen, die haben jetzt die Chance. Weil gestern war gestern und heute ist eine ganz neue Situation. Wir müssen dieser Tatsache ins Auge sehen. Und da wir nicht auf die Regierung warten sollten, weil das ist das Warten auf Godot, können wir doch einfach mal selber aktiv werden. Ihr könnt euch hier bei Rockradio melden oder bei uns hier in dem Verein. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Muss ja nicht gleich jeder Deutschlehrer sein. Also ich persönlich könnte es auch nicht. War sehr gut in Deutsch in der Schule, im Gegensatz zu Mathe, aber Lehrerin ist wieder was anderes. Es gibt so viele Tätigkeiten. Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen Mut machen konnten. Und wir erwarten ja nichts, was wir nicht selber schon machen. Ich habe mich auch gefreut, hier zu sein. Hätte mich gefreut, im Chat ein paar Fragen vorzufinden. Aber es kann ja auch persönlich geklärt werden. Kommt einfach zu uns, wir können darüber reden. Das war's, ich gebe weiter. Was mir ganz persönlich wichtig ist, ist, dass ich mir wünschen würde, dass Berührungsängste nicht mehr da sind. Kommt vor Ort, geht zum Lageso. Redet mit den Menschen, viele von denen sprechen Englisch, also notfalls findet man Übersetzer. Sich mal selbst ein Bild von der Lage schaffen, einfach nur, weil ich denke, wenn man das nur hört, dann fühlt man das nicht richtig. Aber wenn man das gesehen hat, das Leid in den Augen der Kinder, der Frauen, der Männer, teilweise auch Hoffnung, dass es hier besser wird, wenn man davon Teil wird, dass man, also ich sage immer, wenn man ein Leben gerettet hat, dann hat man die Welt gerettet und wenn das nur seine Welt ist, ja. Und das ist immer für mich ganz wichtig. Geht dahin, sprecht mit den Menschen, lernt die kennen, schafft euch ein eigenes Bild. Wir könnten hier jetzt viel darüber reden und die Ursachen besprechen und so weiter, aber die Leute brauchen uns und euch. Also, das ist so. Ja, ich wünsche mir, weil ich ja in Berlin wohne, dass auch die Ängste haben vor Flüchtlingen, dass sie mal vielleicht daran denken, dass vielleicht ihre Eltern oder ihre Großeltern während des Zweiten Weltkriegs auch flüchten müssten und dass Berlin in Schutt und Asche lag und dass viel Elend hier in der Stadt und die Stadt ist ja so schön aufgebaut. Ich lebe gerne in Berlin und da soll man nur daran an seine eigene Geschichte denken, dass auch sehr viele Deutsche während
beide Weltkriege auch flüchten müssten. Das war alles. Herzlichen Dank bei unseren Gästen Daria, Marlene, Alraun und Riem. Dankeschön, dass ihr da wart. Das war der bedingungslose Nachmittag vom 8. November. Wir hören uns wieder am 13. Dezember wieder von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de und diese Sendung könnt ihr wie immer auf YouTube abrufen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Monat. Tschüss, Leute.